Am 3. Mai überreichte Guntram Südow von der Agentur für Arbeit Schwerin Detlef Möller von Stolle Sanitätshaus ein Zertifikat für ausgezeichnete Inklusion. Stolle ist das führende Dienstleistungsunternehmen für funktionale Gesundheitsprodukte und Services in Norddeutschland und beschäftigt überdurchschnittlich viele Menschen mit Handicaps, rund 10% des Teams. Uns ist die Firma Stolle die letzten Jahre schon aufgefallen. Natürlich arbeitet die Firma Stolle auch an diesem Thema. Allerdings, wenn man sich alleine mal die Zahlen anschaut, welche Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten hier vorliegt, ist das schon sehr, sehr positiv und sehr auffällig. Ich freue mich ganz einfach darüber, dass unsere Bemühungen auch um die Integration von Menschen mit Handicap gesehen wird und anerkannt wird und damit letztendlich auch ein Stück weit Öffentlichkeit erzeugt wird. In Schwerin haben von den 130 Mitarbeitern 13 ein Handicap. Eileen Lehmkuhl und Christine Nindrup waren beide Patienten im Stolle Sanitätshaus. Das war ihr erster Kontakt mit dem Unternehmen. Heute üben beide Berufe in unterschiedlichen Bereichen am Standort in Schwerin aus. Seit Februar 2019 bin ich dabei und mir gefällt es sehr, sehr gut. Was ich gut finde, dass man einfach so akzeptiert wird, sage ich jetzt mal, als ganz normaler Mensch. Und dass man alles das machen muss, was ein anderer auch machen muss. Also ich finde das gut, dass man da nicht irgendwie bevorzugt wird in irgendeiner Weise oder so. Ich werde auch angenommen, wie ich bin und nicht irgendwie extra behandelt, weil ich halt eine Behinderung habe und werde von meinen Mitarbeitern auch so genommen, wie ich bin. Das Thema Fachkräftemangel spielt auch für das Dienstleistungsunternehmen eine wesentliche Rolle. Das Stolle Sanitätshaus begegnet dieser Aufgabe mit Aus- und Weiterbildungsangeboten oder der Umschulung engagierter Mitarbeiter. Handicaps sind für den Berufs- und Quereinstieg kein Hindernis. Wir arbeiten ja jeden Tag mit Menschen mit Handicaps und insofern sind Menschen mit Handicap für uns keine besonderen Problemfälle, sondern ganz einfach Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, die man in irgendeiner Weise, in passender Weise bedienen muss, um die man sich kümmern muss, und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das Engagement des Dienstleistungsunternehmens beim Thema Inklusion ist der Agentur für Arbeit Schwerin seit Jahren bekannt. Mit dem Zertifikat würdigt Südow die Anstrengung des Sanitätshauses. Die Auszeichnung soll andere Unternehmen motivieren, sich das Leitbild von Stolle, gerade in den Zeiten des Fachkräftemangels, als Vorbild zu nehmen. Handicaps sind kein Hindernis für ein aktives Berufsleben.